Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch mit einer neuen Partie von Schnellschach erklärt oder einer neuen Folge. Ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Die erste seht ihr hinter mir, denn ihr seht keinen Hintergrund mehr. Und ja, ich würde gerne mal von euch wissen, wie euch das hier gefällt. Ist selbst gebastelt, ist also nicht Optimum, aber wie ihr wisst, ich muss ein bisschen sparen jetzt in der aktuellen Zeit noch. Von daher habe ich da selber mal was gebastelt, sage ich mal. Und da würde mich mal interessieren, wie euch das gefällt. Und an alle, die sich noch erinnern können, die können ja mal unten in die Kommentare schreiben, was denn da eigentlich vorher zu sehen war. Mal gucken, wer das denn noch weiß. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ob sich denn von euch jemand überhaupt noch daran erinnern kann, was da eigentlich der Hintergrund bisher gewesen ist. Ja, zur Partie hier. Ich überlege gerade, wie man das spielt. Ich entscheide mich jetzt mal für vorsichtiges Spiel mit D6. Um E5 einfach langfristig zu verhindern und ja, wird dann hier irgendwie Springer F6, Läufer E7, Läufer D7, kurz auch hart oder so spielen, um mich einfach mal zu entwickeln, mal gucken, was dem Gegner hier überhaupt einfällt. Läufer B5, ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Fesselung werde ich natürlich gleich aufheben, um da kein Doppelbau und nicht zu kriegen. Deswegen auch D6 im ersten. Das ja, sollte mir die Möglichkeit geben, mich hier auf jeden Fall vernünftig aufzustellen. Weiß ich nicht, ob Springer F6 oder Läufer E7 zuerst oder ob das egal ist. Ich sehe jetzt zumindest keinen gewaltigen Unterschied da drin. Und ja, sollte mich hier auf jeden Fall vernünftig hinstellen können und dann mal gucken, was dem Gegner hier so einfällt oder auch nicht. Dann nehmen wir einfach wieder. Gar keine Schwierigkeiten mit. Kann jetzt hier irgendwie E5 machen, den nehme ich aber raus, macht dann Läufer E7, kann im nächsten kurz rochieren, also da kriegt er nichts. Ja, da kriegt er halt nichts raus. Im Gegenteil, da muss er wahrscheinlich selber gucken, weil jetzt hängt G2. Und ich kann natürlich jetzt hier auch relativ schnell kurz Rochade und Trumme 8 ihm auf die Nerven gehen. Also statt dass er hier was rausholt, muss er hier vielleicht schon schnell aufpassen, dass das hier nicht nach hinten losgeht. Na, da muss er jetzt schon ein bisschen Acht geben auf G5. Ja, kurz doch Rade, ist logisch. Jetzt kann er sowas wie Turm D1 probieren. Aber dann sollte Läufer D6 schon ziemlich gut sein. Das geht gar nicht vernünftig. Die Idee. Sorry, ja, so ist das dann manchmal. Den nehme ich natürlich wieder. Und jetzt muss er schon damit G3 machen, damit Turm E8 irgendwie nicht gleich tödlich ist. Und da muss aber auch was abhanden gehen. Ich könnte auf C3 nehmen. Könnte als erstes auf C3 nehmen. Ja, das ist wahrscheinlich am stärksten. Naja, gut. Ja, während er hier denkt, nochmal ein paar Infos für euch. Also ihr habt das mit dem Hintergrund. Habt ihr schon gemerkt. Ansonsten habt ihr neue Technik gemerkt. Ich habe heute mal ein kleines anderes Mikro, was ich früher vom Handy schon benutzt habe. Könnt ihr mir ja mal auch mal sagen, wie euch da die Qualität so gefällt. Ansonsten kommt die Tage, wie gesagt, das neue Mikro, was schon bestellt ist. Und es gibt Neuigkeiten aus der Hotellerie. Ich werde in Kürze, genau das weiß ich noch nicht, aber relativ bald wahrscheinlich wieder anfangen, ganz normal und herkömmlich zu arbeiten. Und von daher, ja, wird Zeit, dass wir nochmal ein bisschen Struktur vorher reinbringen, damit ihr was habt, worauf ihr euch einstellen könnt und ich auch. Und deswegen wird es 3 feste Upload-Tage in Zukunft geben. Und zwar beginnend ab nächster Woche ist das dann immer montags, mittwochs und freitags. Also 3 Videos die Woche erwarten euch. Ja, hier wie gesagt, jetzt Läufer schlägt C3. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich das jetzt machen möchte, weil jetzt kann die Dame auf keinen Fall nehmen, weil dann würde ich einfach auf G2 nehmen und dann würde hier der Turm verloren gehen. Und wenn er hier mit dem Bauern schlägt, dann kann ich super Turm E8 Schach spielen und er kann den Punkt halt nicht vernünftig verteidigen. Weil nach Springer E2 kommt einfach Dame E7 und dann müsste er E2 irgendwie vernünftig decken und das kann er schon gar nicht. Dann ja, geht er hier ganz schnell vor die Hunde. Und deswegen ist er hier einfach schon ja direkt tödlich.
Da hat er jetzt gar keine vernünftigen Züge mehr. Okay, geht's gleich weg mit dem König. Gut, das kann er natürlich auch machen. Ja. Hier ist jetzt alles irgendwie so gut. Wir können auch den Springer in die Fesselung zwingen. Aber hier ist natürlich schon alles ziemlich stark und ziemlich gut. Ja, wie gesagt, drei feste Upload-Tage. Ich denke, drei Videos die Woche sollte genug sein. Da habt ihr, glaube ich, genug zum Schauen. Ja, und hier werde ich jetzt einfach die Läufer nochmal auf dem Brett lassen. Jetzt droht Turm 8 schon wieder dazu. Hier wird er nicht mehr vernünftig rauskommen können aus dem Ganzen. Ja, drei feste Upload-Tage. Inhalte müssen wir mal gucken. Es sind noch jede Menge User-Analysen offen. Die wird es auch in nächster Zeit geben, natürlich. Von dem zweiten Simultan ist noch einiges offen. Das werde ich aber alles mal nachholen. Ihr habt mir in den Kommentaren einiges geschickt. Auf dem Discord wurde mir was geschickt. Wird alles in nächster Zeit hier drankommen. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen hier zu überschlagen mit den Vorbereitungen für das Wiederarbeiten und alles. Aber da geht es jetzt hier Stück für Stück weiter. Auch dank der neuen Technik wird es hier alles ein bisschen einfacher für mich. Von daher bin ich da guter Dinge, was das alles angeht. Ja, und hier, ja, mein Gegner zieht einfach nicht gut, ist halt auch schon schwer, ist halt schon völlig verloren und ja, hier gibt es einfach auch keine vernünftige Lösung mehr. Der ist nicht so schlecht. Jetzt hat er zumindest mal die Idee, mit C4 die Diagonale zu stopfen, wenn ich einfach auf der Diagonale bleibe oder wenn ich den jetzt einfach ja, irgendwie anders wegnehmen. Ich würde jetzt einfach hier mal rausnehmen. Einfach um hier mit Schach die nächste Figur ins Spiel zu bringen. Ja, und dann kann ich hier mit der Dame eindringen und dann sieht das schon sehr, sehr unangenehm aus für ihn. Jetzt droht schon Schachmatt. Jetzt droht Dame E2, nebst Dame E1 matt. Das müsst ihr verhindern. Wenn er jetzt hier einfach aber irgendwie ein Luftloch macht oder so, dann komme ich vielleicht schon mit Turm E2 hier rein. Ah, hält es vielleicht irgendwie erstmal noch zusammen. Für den Moment, aber naja, ist natürlich nichts Langfristiges und ich habe die glatte Mehrfigur. Aber ich predige euch ja selber, auf dem Niveau solltet ihr auf jeden Fall nicht so einfach aufgeben. Zumal er ja nicht weiß, was hier jetzt hinter mir steckt, von daher absolut okay, dass er das hier weiterspielt. Ich werde versuchen, möglichst schnell jetzt hier irgendwelche Züge zu machen, damit wir uns hier nicht zu lange an dieser Verwertung aufhalten. Hier jetzt, ja, eine Mehrfigur ohne Gegenspiel, ohne alles. Ist natürlich schon sehr viel klare Stellung, ist kein Gewusel oder so, nicht? Sondern, ja. Hier ist natürlich für ihn nicht mehr wirklich viel zu wollen. Ja, wie gesagt, da könnt ihr jetzt vielleicht hier einfach G3 oder so probieren. G3 mit dem Pawn, König G2 und dann könnte er halt auf Turm E2 vielleicht Dame F3 spielen, dann würde ich Turm E8 nochmal machen, dann kommt er aber zu König G2, kommt er da zumindest so halbwegs raus auf Läufer D4, hat er noch Turm F1, also kriege ihn ja nicht sofort tot. Kann sich da erstmal noch ein bisschen halten. Könnte vielleicht zwei Türme für die Dame geben oder sowas. Aber, ja. So oder so überlebt er halt erstmal. Ja, nach einer Stunde Überlegen hat er das dann auch jetzt mal gespielt. Ja, ich habe glaube ich nichts Besseres als Turm E2. Wenn der hier halt leider nicht sofort durchschlägt. Aber gut, er hat dann alles weniger. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Gibt mir den F2.
und macht seinem König natürlich weiter Probleme. Okay, das ist Matt in 3, haben hoffentlich alle gesehen. Schach. Zack. Schach. Zack. Und dann war's das. Ja, sehr gut. Guter Auftakt hier in das Ganze. Erstmal einen sicheren Punkt hier eingesammelt. Und so machen wir hier dann auch weiter. Machen wir weiter mit Partie Nummer 2. Mal gucken, was uns hier denn so passiert. Wir bleiben bei E4 wie gewohnt. Das ist jetzt ja hier wahrscheinlich die beste Möglichkeit für uns hier erstmal Punkte zu machen. Na komm, zieh schon. Gegner ziehen nicht, trauen sich heute nicht. Springer F3 natürlich erst einmal D6, ja, das gehen wir gleich mit D4 vorwärts. Wenn er sich schon so passiv gleich am Anfang verhält, dann. F6. Oh, Idelska. Okay, gut, hier machen wir natürlich einfach logische Öffnungszüge erst einmal, ne? Den wollen wir natürlich nicht rausnehmen, das ist klar. Denn wenn wir den nehmen, würden wir ihm natürlich irgendwie ermöglichen, sich da vernünftig weiter zu entwickeln. Und das wollen wir natürlich nach Möglichkeit erst einmal vermeiden, dass er da mit normalen Entwicklungszügen irgendwie rauskommt. Das sieht schon alles sehr, sehr merkwürdig aus hier. Sehr, sehr merkwürdig. Alles sehr merkwürdig. Ich mache mal H3, um auf G4 zu verhindern. Ich möchte gerne mal sehen, wie er sich überhaupt vernünftig entwickelt. Was macht er jetzt? Tauscht er auf D4 aus? Tauscht er auf D4 zweimal, spielt Springer C6 oder sowas. Und dann hat er riesige Löcher. Ansonsten würde ich mich jetzt mit Läufer E3 und vielleicht kurz Rochade entwickeln oder auch Dame D2 und lange Rochade wäre eine Idee. Also ich habe ja Möglichkeit, mich zu entwickeln, aber wie entwickelt er sich hier? Macht er jetzt irgendwie noch G6 oder was? Keine Ahnung. Läufer C8 hat überhaupt kein vernünftiges Feld. Auf E6 kommt er nicht. F5 und G4 hat er auch nicht. A6. Gut, hier wollen wir einfach mal alles Mögliche verhindern, dass er da nicht irgendwie vernünftig Spiel kriegt, Felder kriegt. Und dann bin ich mal gespannt, was ihm hier überhaupt einfällt. Wie er hier denn rauskommt. Also wenn er vernünftige Felder hätte für seine Figuren, wäre ja alles okay. Ne? Ich hätte jetzt den Springer auf F6 statt des Bauern und würde einfach Läufer E7 kurz Rochade oder so, würde er erstmal alle Figuren rauskriegen. Aber so wie er sich hingestellt hat, geht das ja gar nicht so einfach. Da muss er jetzt ja doch schon ordentlich improvisieren. Springer B4, okay, gut. Kann man da hinstellen, macht natürlich nichts. Plus erlaubt mir jetzt vielleicht dann doch endlich mal ein bisschen Taktik. Jetzt könnte ich doch hier schon mal auf E5 vernünftig nehmen. Und jetzt gibt es einen kleinen taktischen Trick. Immer wenn er jetzt mit dem D-Bauern nimmt, macht er erstmal noch nicht. Wo hat den dann noch dagegen? Also hätte er mit dem D-Bauern genommen, hätte ich Läufer F7 direkt gehabt. Jetzt überlege ich, ob ich trotzdem irgendwie Springer schlägt E5 mache. Aber er kriegt halt eine ganze Menge Holz dafür. Er kriegt eine ganze Menge Holz. Also die eigentliche Idee war, wie gesagt, Springer E5, er nimmt. Läufer F7, König nimmt, Dame schlägt D8, aber er hat dann halt noch die Gabel auf C2.
Dann hat er zumindest, wenn wir konkrete Varianten mal außer Acht lassen, zwei Figuren und den Turm gegen die Dame gekriegt. Das ist relativ viel. Ist mir ein bisschen zu viel. Allerdings drohe ich Springer schlägt E5 und ich drohe auch sehr unangenehm Springer G5. Jetzt könnte ich halt überlegen, ob Springer G5 schon so kräftig ist, dass er sich da gar nicht vernünftig gegen wehren kann. Das könnte durchaus der Fall sein. Oh, ich glaube, wir machen mal Springer G5. Das sieht schon sehr schlimm aus. Das sieht schon ziemlich schlimm aus. Ja, ist ganz schlecht koordiniert, um das da irgendwie zu verteidigen. Oder einfach gar nicht koordiniert, um das irgendwie zu stoppen. Das sieht schon sehr böse aus. Hier. Okay, Springer C6. Das ja, plant so ein bisschen Springer D4, aber ändert auch nichts wirklich an der Situation. Kann da jetzt direkt reinhüpfen. Muss da aber auch nicht direkt reinhüpfen. Frage. Könnte auch erstmal. So, das ist vielleicht nicht so geschickt. Könnte auch Läufer F7. Was kommt da raus? Ja, F7. Ja, machen wir Springer F7. Wahrscheinlich Dame irgendwie. Achso. Dame H4. Dame H4 habe ich vielleicht sogar Läufer G5 mit Dame fangen. Die Dame hat überhaupt kein Feld. Das ist dann sehr dumm gelaufen für ihn. Ja, er kann noch so Kram wie Läufer G4 dann probieren. Das ist ja eine lustige Stellung. Wird er natürlich nicht finden, aber taktisch Kreativität. Mal gucken, wo er mit seiner Dame hingeht, für welches Feld er sich entscheidet. Statt Springer G5 hätte man natürlich einfach sagen können, kurz Rochade und man hat sowieso alle Möglichkeiten, alle Ideen. Ja, jetzt wird es halt interessant. Läufer G5. Läufer G5, Läufer G4, Dame G4, nimmt, Springer schlägt C2, König raus. Schlägt A1, Turm schlägt A1, dann habe ich zwei Figuren für den Turm. Aber der Turm auf H8 ist zusätzlich nicht zu retten, da gewinne ich mindestens eine Qualität noch mal oben drauf. Also verbleibe ich mit einer Mehrfigur am Ende des Tages. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Könnte natürlich auch einfach Springer schlägt C2 spielen, nach Dame schlägt C2, dann Dame nach G4, aber auch das ja, ist nicht wirklich toll. Kann ich einfach auf H8 nehmen und hab natürlich alles mehr. Ja, irgendwie hat er hier nicht die wirklich guten, vernünftigen Optionen. Ich weiß nicht, was er hier machen will. Mal gucken, was er findet oder ob er vielleicht sogar aufgibt. Hat auch ganz gut geklappt und man sieht, wie wichtig der Zug H3 war, der das Feld G4 noch mal Trolle bringt. Nein, ist natürlich Quatsch. Das war natürlich nicht der Plan hinter dem Zug. Was hat er hier jetzt vor? Ist mir nicht ganz klar, was er will.
Schöne Nachtschalllichter rausnehme. Ist da irgendwelche Probleme? Gut, wir nehmen einfach mal die Dame aus. Nichts zu kompliziert machen, nicht? Dame mehr ist Dame mehr. Ich habe vielleicht sogar andere Züge, die stärker machen, aber naja, Dame ist Dame und der Turm hängt ja auch noch. Nehmen wir den auch noch weg. Das sollte wohl mehr als genug Material sein. Ja, den Bauern möchte ich ihm nicht kostenlos geben. Wüsste ich nicht, warum ich das tun sollte. Kann gerne die beiden Springer geben für den Turm und Bauer. Aber kostenlos gibt es das nicht. Ja, da steht der Läufer erstmal, tut aber auch nichts Besonderes. Jetzt müsste ich halt irgendwie gucken, dass ich hier vielleicht mal kurz auch gerade meinen König rauskriege und dann vielleicht mal hier mit F4 die F-Linie aufmache, um da Rabatt zu machen. Wo der König raus ist, könnte ich auch da mal auf 5 überlegen, um mit den H7 hier mal zu holen. Vielleicht auch der schwarze König hier schnell mal ein Ziel. Kann ja nicht rochieren im Moment. Das sieht auch schon nach einer netten Möglichkeit aus. Jetzt der C2 auch nicht mehr so wichtig ist, keine Gabel ist, kein Nichts. Ne? Den kann man jetzt auf jeden Fall besser aufgeben als eben noch. Kein Angriff auf irgendwas. Ja, sehr trostlos hier für Schwarz. Aber nun gut, wenn man eine Figur hat für Dame und Turm, dann soll es einem wohl nicht besonders gut gehen. Ne? Okay, gehen wir doch jetzt mal hier zu konkreten Operationen über. Jagen wir doch mal diesen König. Mal gucken, wie der hier entkommen will. Ich glaube, der wird nicht lange glücklich. Oder muss halt gleich weiteres Material abgeben. Auf G6 nehme ich einfach den H7 mit. Und auf König D7 könnte ich Dame F7 Schach spielen. Dann ja, verliert er schon den Läufer auf F8. Von daher pre-moven wir hier Dame F7 und sollte der halt nicht gehen, dann nehmen wir halt auf H7. Dann nehmen wir Dame, jetzt Dom und Dame F7 matt. Und Dame schlägt G6, natürlich doof für ihn. Ja, alles ziemlich doof. Hat man auch nicht verdient, wenn man so einen Eröffnungsmüll macht, also. Ich dachte, es wird eigentlich gerade besser, dass die Gegner nicht ganz so einen Schrott machen, aber das war jetzt doch ziemlicher Blödsinn da mit F6 und so sich hinzustellen. Und das ist einfach matt. Gut, alles klar. Weiter geht's hier. Im Kampf ein bisschen vorwärts zu kommen. So, Französisch. Gut, da werden wir mal Kia spielen. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich. Sehr verhalten hier mit C6. Aber okay, gegen den Kia kann sich das vielleicht erst einmal leisten. Ihr schreibt mir immer wieder, dass ihr keine Kias aufs Brett kriegt. Ja, ich sehe jetzt auch warum. Zumindest in dem Bereich wird das wohl noch nichts. Läufer H6, das ist natürlich, ja, das ist natürlich völlige Grütze, was er hier macht. Mal erstmal meinen Standard aufbauen, dann gucken wir mal, was ihm so einfällt oder nicht einfällt. Jetzt droht schon Springer C4 mit Gewinn von Material. Muss ihm schon was einfallen. Ist gar nicht so einfach. Auf D2 nehmen ist natürlich jetzt eine absolute Katastrophe, wo die ganzen Bauern hier auf Weiß gestellt hat und die schwarzen Felder sehr geschwächt sind. G5, eieiei. Gut, das ist ja auch nur Selbstmord. Ja, den kann man natürlich einfach gewinnen mit Springer C4. Hier will ich eigentlich schon mehr.
Will ich eigentlich irgendwie schon mehr rauskriegen? Ich gucke, wie ich es umsetze. Ich mache mal Springer C4 als erstes. Angriff auf die Dame ist immer schön. Schöne Entwicklungszüge. Vielleicht E5 dann. E5 mit der Idee Springer D6. Das sieht auch schon sehr schlimm aus. G5 hängt natürlich auch noch, aber der läuft nicht weg. Es wird erstmal Zeit, dieses Dauerloch hier zu nutzen, dass er da nicht irgendwie von wegkommt. Na, G4, okay, der hat natürlich kein Rückzugsfeld. Von daher, wenn wir den angreifen, ist er weg. Weil der kommt nicht zurück. Jetzt können wir einen Springer nehmen. Haben wir stattdessen die Figur mitgenommen, statt den Bauern. Das ist natürlich wesentlich besser. Ja, das war kein echter Kira, das war einfach nur Kira-Aufbau gegen Murks. Den richtigen Murks. Einfach Figuren normal hinstellen und dann macht sich der Gegner hier auf dem Niveau noch ganz gut selbst fertig. Da müssen wir noch nicht so viel Eigenarbeit reinstecken. Lange überlegen tun sie hier immer, wenn sie tödlich bereitstehen und überhaupt keinen Spielplan haben. Da fällt ihnen irgendwie gar nichts ein. Völlig planlos hier. Ja, jetzt hat er ihn endlich mal gemacht. Jetzt macht er F6 noch hinterher. Okay. Gut, komme ich hier wohl nicht direkt irgendwie zu einer völligen Vernichtung, die ich gern hätte. Sieht zumindest nicht so aus, sieht aus, als überlebt er das erste Mal. Ja, muss ich wohl ein bisschen zurückgehen hier. Aber gut, ich habe ja auch schon Material gewonnen. Und daher sei ihm das gestattet, mich dann ein bisschen zurückzuwerfen hier. Auch Figuren vernünftig hinstellen. Und dann mit der Mehrfigur hier einfach die Stellung aufmachen. C4 sonst nicht ganz so typisch für die Strukturen, aber ja, ich habe halt die Mehrfigur. Ich will natürlich einfach nur die Stellung aufmachen, dass meine Mehrfigur hier auch möglichst gut zur Geltung kommt. Und das tut sie jetzt auf jeden Fall. Und zwar mit allem, was hier geht. E4. Okay, er will es hier irgendwie wissen. Ich weiß nicht, was er wissen will, aber er will es wissen. Ich will es auch wissen. Mein Plan war ohnehin, Springer schlägt E5. Jetzt hier diesen König im Zentrum auszunutzen mit D4 hinterher. Und ja, dann geht es hier seinem König gleich an den Kragen. Alles droht, alles hängt. Na, da bleibt jetzt gleich nichts mehr über. Nichts Vernünftiges zumindest. Jetzt kommen zur Figur noch weitere Probleme. Weiteres Material, ein offener König. Da kommt er ja nicht mehr vernünftig aus der Nummer raus. Ich weiß nicht, was er macht, vielleicht kurz Rochade oder so. Dann nehme ich mit dem Bauern einfach auf E5. Ja, da ist nicht wirklich viel zu wollen für ihn. Da hat er einfach nur eine ganze Menge weniger und ja, kommt er auch nicht raus. Durch F8 sogar wohl. Okay. Gut, ich nehme ihn trotzdem mit den Bauern. Er hat ja nach wie vor große Probleme. Könnte man die E-Bauern dann einfach laufen lassen.
Der sieht schon schwer zu stoppen aus, ohne Figuren, die er da hat. Also auf CD, glaube ich, spiele ich einfach E6. Das sieht schon sehr kräftig aus. Läufer kommt da raus, okay. Na gut, wenn ich die Bauern behalten kann hier, dann tue ich das natürlich. Das tue ich natürlich. Und jetzt wäre natürlich E6, wenn er mir den vernünftig erlaubt, nochmal um einiges kräftiger. Wenn ich denn nun hier noch diesen Bauern halten darf. Ansonsten jetzt einfach Springer E4, ne? Material tauschen und vollständige Kontrolle über die Stellung kriegen. Er wird ja dann E6 nicht mehr lange verhindern können. Ja, keine Ahnung, wenn die Dame, ja, könnte man schon überlegen, den Bauern direkt zu schicken, aber gut, läuft auch nicht weg. Hier erstmal Figuren vernünftig hinstellen. Völlige Kontrolle, kein Gegenspiel. Was soll er hier machen? Ist natürlich absolut trostlos. Absolut trostlos. Rote D-Bauer zu laufen, alles droht hier. Alles droht, alles hängt. Er verbrät hier Zeit. Ja, wenn er die nicht tauschen will, dann will er die nicht tauschen. Ist ein gutes Recht. Ich, was mache ich? Ich schicke den Bauern auf die Reise. Es droht aber die 6. Doch, ansonsten droht hier alles Mögliche. Das soll gehen. Hier wird es gar. Gibt es hier keinen schönen Springerabzug? Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es den nicht. Gut, machen wir erstmal auf G5. Droht den Bauern nun vernünftig zur Umwandlung zu bringen. Ja, mein König ist hier offen wie ein Scheunentor. Da gibt er dann noch auf, hat er dann doch eingesehen, dass das alles nichts mehr bringt. Ja, eine Spur auf jeden Fall noch. Mal gucken, wie lange die geht. Das wird wahrscheinlich auch dann die letzte für dieses Video sein. Okay, noch ein Versuch, königsindischer Angriff. Schon wieder C6. Okay, diesmal kommt immerhin dann D5. Mal gucken, was dem hier einfällt. H5, um Gottes Willen. Gut, wir machen mal H4 gegen. Ihr könnt hier auf viele Arten reagieren, also darf sich nur nicht davon jetzt irgendwie stören lassen, dass er da vorwärts rückt. Aber das macht ja nichts, wir spielen ja im normalen Kia selber oft irgendwann H4. Der Gegner kann natürlich auch jederzeit mit H5 reagieren, von daher ist das jetzt kein beeindruckender Einschub. Er kann versuchen, das Feld G4 jetzt so ein bisschen für sich zu nutzen, aber das ist auch kein Problem in dem Sinne. Ja, das macht er hier jetzt auch. Mehr oder weniger. Ihr seht aber, ich entwickle mich einfach ganz normal. Er hat jetzt hier eine Menge Bauernzüge und einen Springerzug gemacht. Wenn er nicht gleich was Vernünftiges macht, dann werde ich hier versuchen, einfach irgendwie
die Stellung aufzubrechen und dann gucken wir mal, wie lange er dann noch lebt. Auf C5, okay, tut jetzt so, als wäre da irgendwie was. Da ist aber nichts. Ich werde jetzt auch mal die Diagonale schließen, damit man da keinen Unsinn veranstalten kann. Und dann wird es halt Zeit, hier die Stellung aufzumachen und zu versuchen, meinen Entwicklungsvorsprung zu nutzen. Der König steht noch im Zentrum. Schwarze Felder sind schwach, könnte man auch mal nerven. Ich werde jetzt versuchen, da ziemlich schnell was zu machen. Ich habe ein bisschen auch noch, wo er natürlich mit seinen Figuren jetzt hingeht. Aber wie gesagt, vom Grundsatz, ja, möchte ich da jetzt möglichst schnell was machen. Dann mal gucken, wie er so darauf reagiert. Hat auf jeden Fall nicht den wirklichen Plan. Läufer geht ganz zurück. Gottes Willen. Okay, sowas sollte er natürlich freiwillig nie machen eigentlich. Dass er da freiwillig komplett zurückgeht. Gut, ich mache natürlich C4, das war ohnehin der Plan. Springe jetzt einfach die Stellung auf. Das mir sehr recht, Springer auf E4 ist natürlich super. Richtig starke Figur. Ja, und jetzt droht womöglich schon die ersten Dinge so langsam. Glaube ein bisschen, ob man wieder was erzieht, aber hier liegen schon jede Menge Ideen in der Luft. Vielleicht kann er noch Läufer G7 machen und versuchen, schnell kurz zu rochieren, damit es nicht in einem totalen Drama endet. Ansonsten, Springer D7. Das schreit ja gerade nach dazu, verprügelt zu werden. Okay, Läufer G5, kann er vielleicht mal 6 machen. F6 kann man probieren. Nur gut, wir wollten ja die Stellung aufmachen. Was? Wollen wir uns dem König mal an den Kragen? Mal gucken, wie der da rauskommt. Soll er mal zeigen, wie er da vernünftig rauskommt, ohne größere Schäden. Das sollte jetzt schon nahezu unmöglich sein. Wollt ihr ihn einfach mit der Dame nehmen? Hab jetzt so viele Figuren, die aktiv sind. Er hat beide Läufer wieder auf der Grundreihe, kann im Moment nicht mal rochieren. Das darf eigentlich nicht vernünftig enden. Springer D6 ist eine Riesendrohung. Ja, den kann er natürlich machen. Allerdings löst das halt seine Probleme nicht. Das löst halt seine Probleme eigentlich nicht. Wenn wir rausnehmen. Hühner nehmen, Läufer Schach. Da muss er jetzt schon Läufer E7 spielen. Sonst ist direkt alles weg. Er macht den. Boah. Okay, Läufer F6 ist natürlich gut, gewinnt einfach Material. Ist nur die Frage, ob Springer F6 sogar noch stärker ist. Ich glaube es aber nicht. Entscheide mich mal für Läufer F6. Einfache Variante. Das gewinnt hier auch schon genug. Ja, auf jeden Fall ein hübscher Abschluss für dieses Video. Das wird hier auf jeden Fall die letzte Partie sein. Mal gucken, was ihm hier noch einfällt. Ob er überhaupt noch Lust hat, weiterzuspielen. Völlig zersiegt worden hier. Ja, jetzt kommt ein Springer, jetzt droht wieder Springer F6 mit Gabel.
Katastrophe. Katastrophe. Ja, das hat die Gabel natürlich nicht verhindert. Ja, jetzt kann sie auch aufgeben. Das hast du ja auch alles eingestellt, Junge. Das war jetzt mal gar nichts. Das war ja mal richtig nix. Uha. Jetzt noch König G8. Oh, König G8 findest du auch noch. Ach, schade. König G8 läuft D5 wäre natürlich hübsches Ende gewesen. Okay. Dann wird es jetzt Zeit, mit allen Figuren diesen König zu jagen. Mal gucken, wo der eigentlich hin will. Weit wird er nicht kommen. Ja, das kann man natürlich auf diversen Art und Weisen lösen. Ich spiele jetzt einfach mal Räuberschach, nehme einfach mal alles weg. Treibt natürlich auch diesen König immer weiter rüber. Noch ein Schach, weil es so schön ist. Na, können wir schon im Matt arbeiten? Bestimmt. Dann nehmen wir erstmal den weg. Er kann sich ja eh nicht bewegen. Wenn der Läufer zieht, ist er auch weg. Er sucht ein Feld für seinen Läufer. Grundsätzlich ja eine gute Idee. Grundsätzlich eine gute Idee. Kommt da hier mit seinem König auch noch vormarschiert? Einfach so lange Schach geben, bis es matt ist. Irgendwann wird es schon matt sein. Mit den 1000 Figuren, die hier stehen. Wo ist denn matt? Muss doch irgendwo matt sein. Wird das matt? Suche ein hübsches Matt. Hat jemand ein hübsches Matt für mich? Ich habe ein Matt in 4, was nicht zu verhindern ist. Soll ich das nehmen? Soll ich das nehmen? Soll ich das Matt in 4 nehmen? Das ist gar nicht Matt in 4. Ach doch, wenn er da ist, ist es schöner Matt. Ich nehme mal das Matt, was ich gesehen habe. Komm, spür mal durchziehen. Jawohl, wunderbar. Gut machst du das. Sehr schön. So, und jetzt die spannende Frage für euch hier. Wer findet Matt in 2? Matt in 2. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn ich mich nicht verguckt habe. Es gibt einen einzigen Zug. Danach wird es Matt in 2. Könnt ihr ihn finden? Ich gebe euch noch einen Moment Zeit. Ich suche nochmal, ob es noch ein zweites gibt. Ich glaube, es gibt nur einen Matt in 2. Matt in 1 gibt es auf jeden Fall nicht. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nur ein Matt in 2. Denn alles andere wird nicht Matt in 2. Ja, es gibt nur einen Matt in 2. Könnt ihr es finden? Habt ihr es gefunden? Immer noch nicht?
Okay, da muss ich jetzt das Video stoppen, weil ich werde es jetzt machen. Die Lösung ist Turm A6 und Läufer D6 matt ist nicht zu verhindern. Und nach allen anderen Zügen hätte er sonst A6 oder A5 spielen können und hätte sich irgendwie gerettet. Hätte das Matt noch herausgezögert. Aber jetzt geht es nicht. Egal, was er macht. Denn dieser Läufer hier kontrolliert das Feld B7. Deswegen kann er sich da irgendwie nicht retten. Er hätte das Feld A7 gebraucht, aber das kriegt er jetzt nicht. Ja, das ist Quälerei, nicht? Aber er quält sich hier selbst. Ich habe ihn ja gar nicht gequält. Ja, wunderbar. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sind mal wieder einige Punkte vorwärts gekommen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und wir nähern uns hoffentlich auch langsam eurem Spielerbereich und dann können wir hier in Zukunft mal weiter voranschreiten und ja, spielen vielleicht auch mal gegen so ein paar Gegner, die euch dann schon ganz gut passen. Bis dahin, macht's gut, euer Sascha.